Was geht? Willkommen bei einem neuen Video von TK Gay. Wie man unschwer erkennen kann, sind wir gerade im Auto unterwegs. Was steht heute auf unserem Plan? Also, was ist der Sinn des Videos? Also, wir haben euch ja beim letzten Post gefragt. Boah, du Ekelhafter! Ob ihr irgendwelche Fragen an uns habt oder Sachen, die euch über uns interessieren. Und daraus haben wir jetzt ein paar Fragen gesammelt und wollen euch die beantworten. Apropos Post, falls ihr uns noch nicht auf unseren Instagram-Kanälen folgt, dann könnt ihr das hier oder da tun. Unsere privaten und gemeinsamen Konten. Also viel Spaß beim Video. So, first question. Hier habe ich sie mit Tims wundervollen, nicht kaputten Handy. Boah, gar nicht kaputt. Gar nicht überhaupt kaputt. Ist noch nie hingeflogen. Jack. Oh. Erste Frage von Tobi Shimon oder Tobi Shimon? So, er fragt, wie lange machen wir schon YouTube? Beziehungsweise wann ist unser erstes Video rausgekommen? 2017. Genau. Also im Mit Grunde der Reise nach Amerika war das. Ja, im Grunde machen wir es gar nicht so lange. Noch nicht mal ein Jahr, ne? Ja, nee, noch nicht. Ja, doch. Ja, jetzt schon. Also ein Jahr, ach, aber ja, stimmt, wir aktiv haben schon, kann man sagen. Also wir haben da zwar unser erstes Video auf YouTube hochgeladen, aber waren überhaupt nicht aktiv. Vielleicht so ein Video alle zwei Monate. Und so seit Anfang dieses Jahres, so Februar, probieren wir das aktiver zu machen, beziehungsweise mehr Videos zu machen. Ja, also wir versuchen es immer wieder sozusagen aktiver zu sein. Manchmal geht das halt einfach nicht. Wir versprechen, wir geben wirklich unser Bestes, weil manchmal sind wir im Training drin und dann können wir halt auch nicht filmen. Wie Katharina gesagt hat, wir geben unser Bestes. Ja. So, bevor es aber mit der nächsten Frage weitergeht, machen wir einen kleinen Wechsel, weil der Tim schon sehr, sehr viel gefahren ist. Schon über 500 Kilometer, glaube ich. So, wir haben jetzt kurz mal Plätze getauscht. Schichtwechsel! Und willkommen zu der nächsten Frage. Und zwar von Diana02.08. Wie seid ihr ans Eislaufen gekommen? Und von Stella Mio, mit wie vielen Jahren habt ihr angefangen zu trainieren? Das können wir ja zusammenfassen. Willst du anfangen? Ja, meine Eltern haben einfach eine 10er-Karte in Bielefeld damals fürs Eislaufen gekauft. Und haben mich einfach aufs Eis gestellt und irgendwie fand ich es wahrscheinlich cool, da rumzuflitzen. Und die 10er-Karte war schnell aufgebraucht. Da war ich 5. Und ja, und dann brauchten wir noch eine und dann irgendwann mal war ich im Verein. So schnell kann es gehen. Bei mir war es so ein Familiending. Also ich komme ja aus einer Eislauffamilie. Bei mir hat wirklich jeder Eislaufen gemacht, beziehungsweise irgendwas damit zu tun gehabt. Von Opa bis Papa, Mama, Trainerin, Schwester auch gelaufen. Deswegen war das bei mir sehr nah, dass ich da auch reinrutsche quasi. Und das erste Mal auf dem Eis stand ich, glaube ich, mit 4 Jahren schon. Also das Gehen hat er auf dem Eis gelernt. Ja, genau, so kann man sagen. Ja, die ersten Schritte auf dem Eis. Wir sind jetzt angekommen. Irgendwo in München. Wir wissen gerade selber nicht wo. Wir sind überpünktlich und deswegen müssen wir jetzt eine Stunde Zeit überbrücken. Laufen was wir gerade rum. Essen? Genau, wie sonst. Und schaut mal, was wir hier Also ich bin ja keine Feministin oder so, ne? Aber seriously? Warte. Frauenfahrschule? Was soll das heißen? Ich hab's auch mit einer normalen geschafft. Mann, die ist übrigens Winnie-Pooh-Fahrschule. Also da ist wirklich was dran, wenn Frauen sich eine Fahrschule aussuchen, ne? Von It's Ellie Rivera. Wodurch fandet ihr die Leidenschaft zu eurer Sportart? Lass uns erstmal diese Frage beantworten. Vielseitigkeit. Vielseitigkeit, also, okay. Alle möglichen Emotionen kann man in verschiedensten Tänzen ausbringen. Ja, ich habe viele Sportarten ausprobiert, aber keine war so vielseitig wie Eislaufen. Also ich habe tatsächlich erst so
diese Sportart lieben gelernt, als ich meinen ersten Pokal nach Hause gebracht habe. Ich so, boah, geil, so ein großes Ding. Und nein, aber jetzt mittlerweile natürlich geht es um viel mehr. Und zwar finde ich es einfach toll, auf dem Eis einfach die Musik auszudrücken. Also ich schalte ab, natürlich habe ich die Technik im Kopf, aber einfach Gefühle auszudrücken, das finde ich wirklich so, so schön. Ja. Und weil es einfach echt ist und das ist meine Leidenschaft daran. Wir haben ein schönes Café gefunden und die nächste Frage steht an, und zwar, Carolina, bitte. Von Harry.E1Alm, sorry, wenn ich das falsch ausspreche, aber wie oft trainiert ihr in Wochen? Immer. Immer, 24 Stunden. Nein. 6 Mal, ne? Genau, das muss man ganz nicht ergänzen. Okay, 6 Mal die Woche. Jeweils am Tag 2 Einheiten auf dem Eis, also 4 bis 5 Stunden auf dem Eis am Tag. Genau, also wir haben meistens, ich gehe mal jetzt von dem russischen Plan aus, haben wir noch Ballett 1 Stunde, ja. Und immer jeden Tag einfach noch Athletik und Vernetzungstraining. Und manchmal haben wir noch Krafttraining, ja. 2-mal die Woche. Ne? Ja, 2-3 Mal die Woche, also kommen wir so auf ungefähr 6 bis 7 Stunden am Tag, 6-mal die Woche, das macht 36 Stunden. So, wie eine Arbeit. Ja, ist unser Job. Und jetzt schmecken lassen. Das war lecker. Zweiten Versuch, zu dieser Location da zu gehen. Ja, wir waren nämlich zu früh. Das kommt auch ich selten raus. Ich war zu früh. Also okay, wegen Tim, aber war ich zu früh. So, wieder im Auto. Und passende Zeit für eine nächste Frage. Und zwar von Holger Kuhlmann. Was war euer peinlichster Moment in einer Wettkampfsituation? Ich glaube, wir wissen beide. Ja, ich habe die Frage gelesen, ohne nachzudenken, wusste ich direkt Bescheid und wir wissen es beide. Wir müssen gar nicht drüber sprechen, ich glaube, wir wissen es echt. Also, ihr müsst euch vorstellen, Tim und Katharina noch nicht so lange als Paar zusammen auf dem Eis. Ungefähr 8 Monate, erste Saison zusammen. Auf dem Weg zur Juniorenweltmeisterschaft. Wow. Juniorenweltmeisterschaft direkt am Anfang und super gefreut, geht los. Erster Teil des Wettkampfs, super absolviert, happy. Zweiter Teil des Wettkampfs, Kür geht ungefähr 3 Minuten 30, war das glaube ich zu der Zeit. Und in der Mitte der Kür dachten sich Katharina und Tim, ja, wir laufen mal zur anderen Seite. Nein, wir haben so eine Pirette in der Mitte des Programms, wir sind raus und haben danach Rennen. Und dann sind wir einfach zur falschen Seite gerannt. Und zwar haben die Trainer immer gesagt, ja, passt auf, die Rotation, die reicht nicht aus. Und wir wollten natürlich mit der Maximalpunktzahl rausgehen und haben dann natürlich eine Umdrehung mehr gedreht. Aber das hätte man vielleicht im Training ausprobieren sollen und nicht im Wettkampf. Und ja, dann passiert halt das, dass man die zweite Hälfte des Programms einfach in Richtung Publikum läuft und nicht Richtung Preisrichter. Ja, und dementsprechend haben wir dann einfach die Endposition nur umgedreht und der Rest war einfach komplett falsch rum. Ja. Aber wir haben es irgendwie gemeistert, wir waren komplett schockiert, Trainer war komplett schockiert, aber die Preisrichter haben das gar nicht so sehr gesehen und wir haben trotzdem sauberes Programm hingelegt. Also von daher, also, man lernt aus seinen Fehlern. Adrenalin bringt auch oft was. Also wir haben Komplimente bekommen und für unsere tollen Elemente. Aber das war tatsächlich ein Moment des Lebens, wo ich während des Laufs auch gesagt habe, boah, ist das peinlich. Vor allem wir laufen haben die Saison einfach komplett den Tanz schon gelaufen. Das heißt, es war automatisiert. Ja. Und dann passiert beim letzten Wettkampf sowas. Okay. Fail. Wir sind jetzt auf jeden Fall da und mal gucken, wie viel wir euch von drin zeigen können. So, jetzt habe ich. Bis später. Location, aber ein paar Stunden später. Es hat super viel Spaß gemacht. Was denn überhaupt? Wieder im Filmgeschäft mitzuwirken. Nein, also
wie wir vorher schon gesagt haben, ich durfte noch ein paar Sätze nachsprechen, genauer gesagt 4 Sätze, also eine Szene nochmal neu nachsprechen. Aber wir haben zum ersten Mal Teile von dem Film gesehen. Oh, das ist so cool. Wir dürfen euch natürlich nichts zeigen, aber es ist mega, also krass. Wer noch immer nicht weiß, von welchem Film wir reden, klickt einfach oben in die Infobox oder unten in die Videobeschreibung. Wir haben ja einen Vlog darüber gemacht, aber es war echt cool und wir können euch nur so viel verraten. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Also es war mega komisch, uns da auf diesem Fernseher zu sehen, ne? Und selber zu hören. Das ist ja sowieso immer komisch, aber ja, also Leute, stay tuned und verpasst nichts. Ein weiterer Grund, unseren Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Wir machen natürlich das Question and Answer Spiel weiter, weil wir noch nicht durch sind mit unseren Fragen. Also lass uns mal zur nächsten Frage gehen. Handy parat? Nächste Frage war von Katharinchen. Hi Katharina, same name. Katharinchen 286. Habt ihr ein Ziel für diese Saison? Ganz schnelle Antwort, Express-Antwort, nicht nur eins. Wir haben ja ein Grand Prix bekommen. Das ist schon ein höherer Wettkampf. Ja, das ist genau das unter den Europameisterschaften sozusagen gesetzt. Oder also Europameisterschaft, Weltmeisterschaft und einen Wettkampf darunter. Und deshalb ist unser jetzt sozusagen kurzfristiges Ziel, diesen Grand Prix so gut es geht zu laufen. Also für den Zeitpunkt und für das... Im Oktober. Genau, das ist im Oktober und das ist halt relativ früh in der Saison. Aber für den Zeitpunkt wollen wir es halt natürlich so gut es geht laufen. Danach planen wir natürlich für diese Saison eine weitere Teilnahme an der Winteruniversiade. Und dann wollen wir natürlich was noch machen? Einfach bei der Europameisterschaft und Weltmeisterschaft teilnehmen. Aber ich würde das Ganze abkürzen, einfach auf großen internationalen Wettkämpfen uns gut präsentieren. Punkt. Genau. Mehr geht's eigentlich nicht. Keine Platzierung, nichts, sondern gut präsentieren mit dem, was wir können. Richtig. 2000 Jahre später. Und willkommen zu unserer vorletzten Frage. Und zwar haben Lindermann und Jenny94 gefragt, was wir sonst so in unserer Freizeit machen, beziehungsweise was wir machen, wenn wir nicht auf dem Eis stehen. Freizeit? Was ist das? Wir haben keine Freizeit. Nein, also wir stehen 24/7 auf dem Eis. Zwischendurch essen und schlafen wir, das war's. Lügen darf man nicht sagen. Nein, also Videos schneiden, das ist so, das mache ich sehr gerne. Also das macht mir auch wirklich Spaß. Dann viel mit Musik hatte ich eine Zeit lang. Jetzt ein bisschen weniger, weil die Zeit fehlt. Freunde treffen ist so der Klassiker. Also was ich gerne mache, ist wirklich rumreisen. Das auch, ja. Also nicht sportlich, sondern einfach als Tourist. Und wenn ich dann Freizeit habe, dann verbringe ich sie auch gerne mit der Familie, weil wir sehr zerstreut sind auf der ganzen Welt. Und deshalb ist es dann schön, wenn man mal zusammenkommt und ja, das ist ja bei uns ja eine schöne Zeit verbringen kann. Das ist bei uns ja sowieso immer der Fall, dass wir wenig, wie wir gesagt haben, Freizeit haben. Und dafür ist es aber dann umso schöner, wenn man die Zeit mit seinen Liebsten verbringen kann. Und angekommen, geschafft. Dadurch, dass wir angekommen sind, haben wir auch die letzte Frage für euch von Nicole Paradiso. Wo seht ihr euch in 5 Jahren? Wir werden gerade gefilmt. Ah! Stalker. Ziemlich schwierige Frage, finde ich. Weil ich selber noch nicht mal so weit gedacht habe. Aber ich versuche mir jetzt mal zu überlegen. Ein Jahr nach Olympia. Und ja, Studium hoffentlich fertig. Und weitere Anfragen von irgendwelchen Filmen. Ja, stimmt. Also wir wollen auf alle Fälle irgendwie in diesem Showbusiness drin bleiben, sei es jetzt Fernseher oder eislauftechnisch. Eins steht schon mal fest, also wir werden, glaube ich, nicht Eislaufen den Rücken kehren, als dass wir sagen, ja, wir werden weiter Shows laufen, auf jeden Fall. Dafür haben wir einfach viel zu viel damit zu tun gehabt.
Aber 5 Jahre sind auf jeden Fall eine lange Zeit. Und deshalb, wir werden sehen. Ja, also zum Beispiel, man kann ja auch sagen, es läuft so gut für uns. Also so krass gut, dann ist es ja auch dämlich aufzuhören. Und deshalb können wir das gar nicht abschätzen. Das war das Ende. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Und wenn ihr Fragen habt, fragt uns. Vielleicht machen wir einen zweiten Teil von Q&A. Okay. Also. Mal sehen. Macht's gut. Ciao. Ciao.